und willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wir testen Pac-Man 99. Da ja Mario 35 abgeschaltet wurde, leider, nach dem Geburtstag von Mario oder nach dem Mario-Tag, hat Nintendo einfach mal schlagartig das hier rausgegeben. Und wenn ihr eine Nintendo Online-Mitgliedschaft habt, ist es sogar für euch umsonst. Und ich glaube, jeder kennt Pac-Man, da braucht man nicht wirklich viel zu erzählen. Das Einzige, was halt neu ist, es gibt halt diese Geisterschlangen hier. Und dass viele Leute mit einem, ja, einem sogar so Geister und andere Pac-Mans rüberschicken können. Schon das Maximum erreicht. So, fressen wir nochmal ein paar mehr hiervon. Ich bin aber richtig verlangsamt innen. Wollen wir hier für Ordnung sorgen. Wie schnell das auch irgendwie gewesen war. Och nee! Okay, also wir versuchen es nochmal. Thank you.
Bin mal gespannt, was ihr so von dem Pac-Man 99 bisher haltet. Also ich finde es relativ gut, dass Nintendo jetzt diese ganzen alten Arcade-Spiele rausholt und daraus so ein Multiplayer-Versus macht. So, Konter und auf Zug stellen. Naja, können wir jetzt direkt hingehen. Nehmen wir den Zug hier mit. Nehmen wir sie uns. Oder wir fahren einfach in den nächsten Gegner rein. Na komm, mit so einem Level. Wenn wir so einem Platz 60 können wir uns nicht zufrieden geben. Als letzte Runde. Deswegen noch eine. Och Mensch. Das ist natürlich bitter. Ach komm, nochmal. Aber das ist krass, habt ihr gesehen, da war jemand schon Level oder Rang 50. Und dabei ist das Spiel noch nicht so lange draußen. Pinky war eben Dings.
Regen oder mal was. Ja. Kugeln aufsammeln. Oh Mann! Aber damit können wir den Abschluss machen. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr das Spiel interessant findet, lasst ein Daumen da, Abo da und schaut auch mal wieder in ein paar andere Sachen von mir rein. Bis dann!